Am Mittwoch fand die Party an der Wall Street ein jähes Ende. Gestern hat der DAX dann nachholen müssen. Die US-Indizes haben keinen bullischen Konter schaffen können. Die Wall Street bei den wichtigen Indizes im Minus hat die Frage gestellt, wie stellt sich, wie geht es jetzt weiter, was wird jetzt passieren? Und das wollen wir uns heute Morgen mal anschauen, was derzeit die Ausgangslage ist. Hier sehen wir nochmal die Indizes. Wir sehen Verluste, 3/4%, 1%, Nasdaq und so weiter und so fort. Und wenn wir uns mal die einzelnen Sektoren anschauen, dann sehen wir, dass da die typischen Verdächtigen wieder unten sind, wenn wir Verluste sehen, nämlich Finanzwerte. Wir sehen Technology, Consumer Discretionary und Industrials. Also das sind Sektoren, die Risk on, Risk off, beziehungsweise bei Risk on ganz oben sind, wenn Risk on angesagt ist, wenn die Märkte optimistisch sind, und bei Risk off, wenn also Risikoaversion besteht, meistens auch sehr schwach sind. Das war vorgestern ganz anders. Da hatten wir defensive Sektoren ganz unten wie Utilities, Healthcare und so weiter. Also das ist schon mal wieder eine Änderung des Musters, das wir sehen. Und jetzt vielleicht heute zunächst mal etwas bessere Stimmung. Netflix, vor allem die Abo-Zahlen haben gestern überzeugt. Die Aktie 7% im Plus. Netflix ist ja für die Stimmung so ein bisschen ein Indikator, ist wichtig. Und die Frage ist, ist da jetzt die Stimmung in Deutschland, in Europa gekippt, ja oder nein? Ich hatte gestern eben über den DAX gesprochen. EZB und Rezessionssorgen der Wall Street, das waren die zwei Gründe, vor allem warum es gestern nach unten gegangen ist. Die EZB hat klar gemacht, nö, wir werden weiter mit ganz großen Zinsschritten von 0,5% gegen die Inflation kämpfen. Und eben das neue Thema an der Wall Street, Rezessionssorgen, das muss der DAX auch einpreisen. Zumal hier viele Zykliker im DAX sind, die eben dann auf eine solche Rezession stark reagieren würden. Und hier sehen wir mal, die Zykliker haben defensive Aktien deutlich ausperformt. Und das, obwohl wir eigentlich ja doch eine auch hier abkühlende Wirtschaft haben. Die ist nicht so stark eingebrochen wie befürchtet in einer Rezession. Jedenfalls Goldman Sachs und Bank of America sagen, ja, die Rallye in europäischen Aktien, die ist für das Jahr 2023 weitgehend bereits gelaufen. Also da ist man nicht mehr so wirklich optimistisch. Und klar, es war natürlich schon ein ziemlicher Ritt nach oben bei den europäischen Indizes. Der FTSE in England massiv gestiegen, auch der DAX deutlich gestiegen, weil unter anderem ausländische Investoren sich gesagt haben, naja, die europäischen Indizes sind günstiger, jetzt wird es mit der Rezession doch nicht so schlimm, die Bewertungen sind viel besser als in den USA, jetzt werden wir mal ein bisschen Geld umschichten. Und hier sehen wir die most crowded trades, da ist eben auch vor allem erkennbar, dass wir jetzt immer weniger im Dollar Positionierungen haben. Man wettet gegen den Dollar, man ist in Emerging Markets sehr stark drin, man ist auch in europäischen Aktien sehr, sehr stark drin und vor allem in China sehr, sehr stark drin. Investoren, befragt von der Bank of America, die bullish sind für China-Aktien, die bullish sind für die Konjunktur in China. Jetzt haben wir erstmal Neujahresfest. Da wird jetzt erstmal ziemliche Ruhe einkehren in China. Also wir sehen, da ist extrem großer Optimismus jetzt, was China betrifft. Und China ist jetzt auch natürlich ein Stück weit das Inflationsthema geworden. Was passiert, wenn die Öffnung in China passiert? China dann starke Nachfrage nach Rohstoffen hat. Wir haben gesehen, dass Öl gestiegen ist, Kupfer gestiegen ist. Eben hier schon an den Märkten, dass gespielt wird. Das wiederum bringt die Rohstoffpreise nach oben. Das wiederum ist inflationär und das wiederum stellt dann die Notenbanken vor weitere Schwierigkeiten. Aber auf der anderen Seite haben wir die Rezessionssorgen in den USA. Bad News is bad news. Heute Verfall der Optionen in den USA, und die Optionen werden ja immer wichtiger. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz großer Market Mover. Und hier sehen wir mal den S&P 500 oben. Da verkeilen wir uns jetzt wieder ein Stück mehr. Wir sind ja an diesem Abwärtstrendkanal abgeprallt. Wichtig wird jetzt sein, dass wir diese Zone bei 3860, 3850 halten. Sonst würden wir aus dieser Wedge nach unten ausbrechen. Das würde, wie im unteren Chart von Ron Walker skizziert, bedeuten, dass wir eine intakte Schulterkopfschulde hätten und dass wir gestern wieder uns zwischenzeitlich erholt haben. Das wird aus diesem oberen Chart ziemlich ersichtlich. Wir waren stark überverkauft, positive Divergenz beim RSI und plumps ging es wieder nach oben, aber dann eben zum Handelsende wurde das wieder abgegeben, wurden die Verluste wieder ausgebaut. Und
Schauen wir uns mal hier diesen Tweet von Michael Kramer an, dann sehen wir, wir haben schon eine sehr ähnliche Struktur wie damals bei diesem August-Hoch. Auch damals ja die Fed Pivot Rally, die dann leider bös endete und es ging dann nochmal bis September, Oktober deutlich nach unten. Das hat jetzt so eine ähnliche Struktur, die wir hier sehen. Allerdings könnten wir uns, wie wir unten im VIX sehen, der so eine kleine Umkehrkerze gemacht hat, was bedeutet, dass wir nochmal einen tieferen VIX sehen würden, was wiederum bedeutet, dass wir dann nochmal eine Erholung an den Aktienmärkten sehen würden. Im oberen Chart des S&P 500 sehen wir, dass wir da 3970er Zone wäre also drin, also so eine technische Gegenbewegung jetzt im kurzen Zeitfenster. Und oft wird das missverstanden, wenn ich sage, wir sind jetzt schon wieder überverkauft gewesen. Ja, wie? Erst hast du gesagt, wir sind überkauft. Wir müssen die Zeitebenen unterscheiden. Im kurzen Zeitfenster, zum Beispiel auf 15-Minuten-Ebene, waren wir sehr, sehr stark überverkauft. Übergeordnet auf 4-Stunden-Ebene oder auf Tagesebene sind wir immer noch stark überkauft. Dementsprechend muss man hier diese Zeitebenen unterscheiden. Aber dass hier ein Potenzial nochmal für eine Gegenbewegung drin ist, ist der Fall. Allerdings wird diese Gegenbewegung aus meiner Sicht nicht sehr weit führen, weil eben jetzt letztendlich die Konstellation insofern ungünstig ist, als die Fed noch lange keinen Pivot macht, die Zinsen weiter anhebt, die Wirtschaft sich verschlechtert, die Fed aber nicht darauf reagiert, bis auch dann der Arbeitsmarkt wirklich klare Zeichen von Schwäche zeigt. Und hier sehen wir mal eben diesen Labor Market Surprise Index. Da fallen die Daten besser aus als erwartet. Gestern die niedrigen Erstanträge vor allem. Und auf der anderen Seite Industrial Sector Surprise Index. Und da geht es deutlich nach unten. Also wir haben einen Widerspruch zwischen dem Arbeitsmarkt, der ein nachlaufender Indikator ist, und der Industrie, die sozusagen eher ein Early Bird ist, eher ein Frühindikator ist. Und all das zeigt sich dann unten in dieser Zinskurve, die wichtigste Zinskurve ist aus Sicht des Fed-Chefs Jerome Powell, nämlich die dreimonatige US-Staatsanleihe, respektive die Erwartung, wo die Rendite der dreimonatigen US-Staatsanleihe in 18 Monaten ist, gegenüber der aktuellen Rendite der dreimonatigen Staatsanleihe. Hier sehen wir, hier machen wir neue Tiefs. Und das zeigte ganz klar, die Anleihemärkte sind komplett auf Rezession programmiert inzwischen. Die Aktienmärkte wollten das ja lange nicht wahrhaben und haben sich gesagt, boah, super, Soft Landing, Goldilocks, Fed wird die Zinsen senken, obwohl wir ein Soft Landing bekommen. Dieses Szenario wird nicht aufgehen. Wann sehen wir einen Boden in einem Bärenmarkt? Wenn die Fed wirklich dann aggressiv schon die Geldpolitik lockert, wenn wir in einer Rezession bereits tief drin sind, wenn die Haushalte Cash halten und praktisch jetzt keine Ausgaben mehr tätigen, super defensiv sind, und wenn wir eine Margin Debt Reduction haben, also die Reduktion des Margin Debts, normalerweise bei 50% sind da die Wendepunkte, bisher sind wir bei 30%, wo wir also sehen, dass die Enthebelung ein Stück weit schon stattgefunden hat. Und warum haben die Märkte immer wieder gegen die Fed gewettet? Naja, weil die so ein bisschen selbst uneinig ist. Wir haben ein dovisches Spektrum, also Leute, die sagen, Mensch, lass uns doch langsam mal Schluss machen mit den Zinsanhebungen, mal langsamer machen, mal gucken, wie die überhaupt wirken. Und wir haben ein hawkisches Spektrum, Ballard etwa ist in diesem Spektrum, die sagen, also die Inflation ist zu hoch. Und wir müssen jetzt einfach mal die Zinsen über 5% anheben und sie dann lange belassen und dann den Märkten klar machen, dass wir nicht diese Inflation tolerieren. Und wir sehen, wie gespalten die Aussagen der Fed sind. Hier zum Beispiel Brainard, gestern ja immerhin die Vizechefin, hier der Rückgang der Inflation ist eine wichtige Entwicklung. Und das könnte Fragen aufwerfen, ob wir wirklich den Arbeitsmarkt abkühlen müssen, um die Inflation nach unten zu bringen. Brainard ist Demokratin. Sie wissen, dass die US-Demokraten ja Briefe an Jerome Powell geschrieben haben und gesagt haben, Mensch, du riskierst hier Millionen von Menschen arbeitslos zu machen. Also spricht sie sozusagen dovischen Demokraten-Sprech, wenn man so will. Auf der anderen Seite sagt sie, die Zinspolitik muss längere Zeit restriktiv bleiben.
um die Inflation nach unten zu bringen. Also was jetzt? Das sind so ein bisschen conflicting messages. Also das geht auch bei Ballard, der sagt schnell auf 5,25 und eisenhart. Dann andere, die eben praktisch dovischer sind, wie Loggin zum Beispiel, wie Collins. Also wie ist das einzuschätzen? Das ist eben die große Frage. Und so gibt es diese Divergenz zwischen den Dotplots, also den Erwartungen der Fed-Mitglieder, wo die Zinsen in den nächsten Monaten und Jahren sein werden, und den Markterwartungen. Das weichte stark ab, und wir haben gesehen, dass eben die Finanzkonditionen wieder sehr viel laxer geworden sind. Jetzt mit dem Rücksetzer der Aktienmärkte so eine erste, wie soll man sagen, ja, wieder praktisch eine weniger laxe Situation bei den Financial Conditions. Und letztendlich ist, glaube ich, das, was Ballard sagt, der hier irgendwas raucht, ist der entscheidende Punkt. Die Fed kann es nicht tolerieren, dass eben die Investoren immer diesen Pivot frontrunnen, also praktisch schon vorwegnehmen. Wir sehen jetzt, dass Inflationstendenzen im Rohstoffbereich wieder da sind. Ich hatte es gesagt, Öl und Gas, respektive eben Benzin steigen wieder, Kupfer steigt. Die Fed hat keine andere Chance, als eben hier nochmal dagegen zu halten. Vielleicht kriegen wir jetzt eben so eine zweite Welle bereits, denn die Inflationszahlen waren ja vor allem deshalb niedrig, weil auch die Energiepreise stark gefallen waren. Die haben da sehr geholfen, dass die Inflation niedriger ausgefallen ist als erwartet. Jetzt haben wir aktuell wieder das Thema Debt Ceiling, also die Schuldengrenze in den USA. Jetzt sind die Schulden nach neuesten Zahlen bei 31,4 Billionen. Das sind die offiziellen Staatsschulden. Würden wir mitzählen, Haushalte und Firmen, dann sind wir bei 94 Billionen. Das ist also schon eine extrem krasse Entwicklung, und das kostet natürlich massiv Zinsen für diese Verschuldung. Die Kreditkartenzinsen bei 20% in etwa. Wir sehen, dass auch der Staat natürlich jetzt bald immer mehr in die Taschen greifen muss. 2023, 2024, wenn man da neue Anleihen emittiert, dann wird das richtig teuer. Und alleine in 2022, also im abgelaufenen Jahr, da gab es die Schätzung des CBO, also des überparteilichen Büros für praktisch solche Haushaltsfragen, dass man 400 Milliarden Dollar Zinsen zahlen werde in 2022. Es sind aber dann 475 Milliarden Dollar Zinsen geworden, nur an Zinsen, also 75 Milliarden Dollar mehr. Diese 475 Milliarden Dollar entsprechen schon mal 3,2% des BIP. Also die 3,2% des BIP geht erstmal nur in die Zinsen rein. Und diese 475 Milliarden, die die Amerikaner an Zinsen zahlen, das ist mehr als Taiwan, als Schweden, als Belgien, als die Türkei, als die Schweiz, als Indonesien, als Polen überhaupt an BIP hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also die gesamte Wirtschaftsleistung dieser Staaten ist geringer als das, was die Amerikaner mal eben an Zinsen zahlen. Wir haben neue Daten aus Deutschland, die Erzeugerpreise nur um 21,6% höher. Ich erinnere mich, Bums, als die Erzeugerpreise im November, Dezember 2021 bei 23-24% waren, hat Lagarde gesagt, nö, wir werden 2022 die Zinsen nicht anheben. Aber jetzt sehen wir, dass sie zumindest rückläufig sind, minus 0,4% zum Vormonat. Wir sehen allerdings auch, dass die Exporte sehr stark rückläufig sind. Deutschlands in Drittstaaten 9,6% zum Vormonat gesunken. Das ist Hausnummer. Und wenn wir jetzt nochmal international gucken, sehen wir, dass in Japan die Kerninflation auf 4% gestiegen ist. Das ist der höchste Wert seit Anfang der 1980er Jahre, aber die Bank of Japan will weiter eine ultralaxe Geldpolitik machen mit Quantitative Easing. Das kann nicht funktionieren. Kuroda ist noch bis April da. Dann könnte die Notenbank umsteuern müssen, denn die Japaner haben jetzt auch ein Inflationsproblem, und die Briten haben ein Konsumproblem, denn wir sehen, die Einzelhandelsumsätze, die fallen deutlich entgegen der Erwartung zum Vorjahr. 6%, je nachdem, ob man Kernrate oder nicht die Kernrate nimmt. Warum? Die Inflation ist in UK sehr, sehr hoch. Die Briten können sich das nicht mehr leisten, müssen ihren Konsum einschränken. Sie wissen ja, derzeit sind Streiks der Fall in UK. Da geht es um
Das Streikrecht etc., das könnte auch noch relativ krass werden, was da passiert. Also wir sehen, das ist etwas, was natürlich auch in den USA kommen wird. Der Konsum wird ein richtiges Problem bekommen. Und die Europäer haben ein Problem mit den Amerikanern, weil die ja den Inflation Reduction Act gemacht haben, der faktisch eine Subventionspolitik für amerikanische Firmen ist. Jetzt sagt Macron, da müssen wir voll dagegen halten. Notfalls neue EU-Schulden machen, wer zahlt? Am Ende die Deutschen, gell? Aber die sagt er nicht, der Macron, ne? Weil er ist ja... Er ist ja freundlich, ne? Also die Franzosen, die haben schon immer mehr Schulden, gell, und bei der Rechnung dann auf andere verwiesen. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen, eben diese Rallye europäischer Aktien, 23 größtenteils bereits abgeschlossen. Schauen Sie sich mal an, wie die Argumentation läuft bei Goldman Sachs und Bank of America. Und das zweite, Öl aus Russland. Dieses Öl wird wunderbar gepanscht. Man nimmt russisches Öl, mischt das mit anderem Öl, dadurch ist nicht mehr klar nachweisbar, dass es russisches Öl ist, und verkauft es dann als nicht russisches Öl. Herrlich, wie diese Sanktionen funktionieren. Das ist einmal mehr natürlich ein Treppenwitz der Geschichte. Diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.